Das höchste Zeit für den Auftritt des Oberbürgermeisters. Hier ist Dieter Reiter. Komm vor, Dieter. Der Oberbürgermeister. Es München platzt aus allen Nähten, nicht nur zur Wiesenzeit. Was macht, nein, nicht der OB. Was macht die Attraktivität von München aus? Ja, erst etwas doppelt und über Michael alles. An so einem Tag wie heute ist es gleich erklärt. Wir haben alles, was man braucht. Wir haben einen weißblauen Himmel, wir haben die Berge und die Seen ums Eck, wir haben ein Oktoberfest und wir haben die nettesten Leute, die es gibt in München als Bürger. Das so, in der Kombination gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr. Was sind die schönsten diesen Termine? Ja, also das halt ist immer der schönste Termin, weil so viele Leute da sind und weil so viele Leute sich freuen auf dieses Platzkonzert hier und weil es eigentlich immer klappt, dass es wieder schön ist. Also insoweit, danke, dass ihr alle da seid. Hat die Stadt da die Finger im Spiel, oder? Ja, wenn es wieder schön ist, könnte man sagen, ich bin schuld, aber da ist doch einmal gereist, dann hörst du nächstes Jahr, ich bin auch schuld. Deswegen sagen wir lieber, das macht der Herrgott und wir freuen uns, wenn es schon wieder ist. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieses Platzkonzertes, zum bayerischen Defiliermarsch, dirigiert von OB Dieter Reiter. Der bayerische Defiliermarsch, dirigiert vom Oberbürgermeister dieser wunderbaren Münchner Stadt, von der der Richter Eugen Roth gesagt hat, vom Ernst des Lebens halb verschont, ist der schon, der in München wohnt. Vor allem, wenn man auf das Oktoberfest gehen kann und beim Platzkonzert mit dabei ist, das geht jetzt langsam zu Ende, das merken Sie schon, es füllt sich langsam die Bühne, aber vorher gibt es noch den Krug. Ja, liebe, du bist ein toller Oberbürgermeister. Du machst es richtig, du hast den Zettel der Organisation mal und du kümmerst dem es wieder. Dieter, wir sind stolz auf dich, was du machst, wer denn was. Und du kriegst den schönen Glück und niemand anderen, da ist die Lola Montes auf der Weiß und immer noch das Weib. Herzlichen Glückwunsch und danke, dass wir so einen tollen OB haben. Vielen Dank. Ja, das Platzkonzert geht langsam zu Ende. Alle Mitwirkenden, die Wirtsfamilien kommen jetzt zu uns auf die Bühne für das Finale Furioso mit Luftballons und Bayernhymne. Und die wird heute inszeniert und da freue ich mich ganz besonders von einem Münchner Kindl und der Gigi Pfundmeier, die Sie im Festzelt Tradition jeden Tag auf der Wiesn erleben können. Ja, ich hoffe, Sie singen jetzt alle mit. Wenn die Bayernhymne erklingt, auch da oben auf den Balkonen, es wird sich lohnen.
Also sind Sie mit dabei, das war unser Platzkonzert 2017. Es war mir eine Ehre. Servus, bis zum nächsten Mal. Auf geht's! Dankeschön.